Achtung, falls auch du von 1970 bis 2010 Teil der erlebnisorientierten Fußballszene in Deutschland warst, würden wir uns über besondere Spieltagsanekdoten freuen. Schicke uns dafür einfach eine anonyme ausführliche E-Mail mit dem Geschehenen. Wir werden diese im Anschluss umfangreich prüfen. Da der Berlin-Mob in den 90er Jahren wenig namenhafte Szenen zu Gast hatte, entschied man sich oft dazu, am Wochenende in andere Städte zu fahren, um dort gezielte Konfrontationen mit den Heim- oder Auswärtsgarden zu suchen. Dazu ist zu sagen, dass der damalige Berlin-Mob größtenteils aus Anhängern von Hertha BSC sowie dem BFC Dynamo stammten. Auch einzelne Unioner waren unter dem Haufen anwesend. So kommt es gegen Anfang Mitte der 90er zu einem normalen Spiel zwischen Dresden und Hamburg. Da aus Dresden zu dieser Zeit jedoch in Sachen dritter Halbzeit nichts Vorzeigbares anwesend war, entschied sich die Berlin-Fraktion dazu, der Partie auf gewisser Weise beizuwohnen. So kommt es im Vorfeld des Spiels zu einer Verabredung zwischen Hamburg und Berlin, bei welchem die Hauptstädter klarmachen, dass man in Nauen auf die Zugbesatzung der Norddeutschen warten würde. In etwa 80 Berliner finden sich also an besagtem Tag in Nauen ein und sammeln sich vor dem Bahnhof in den Autos. Der Zug, in dem Hamburg sitzt, fährt ein und hält am Bahnhof. Schnell sind wenige Berliner auf dem Gleis, die jetzt den Hamburgern deutlich machen, dass sie rauskommen können. Nachdem die in etwa 50 bis 60 Hools vom HSV aussteigen und es in und vor dem Bahnhof direkt losgeht, nimmt die Hälfte der Gäste jedoch zügig die Beine in die Hand und flüchtet wieder in den Zug. Das wird den sich noch gerade machenden Hamburgern in den Folgeminuten zum Verhängnis. Gerade in dieser Zeit ist die Berlin-Kombo dafür berüchtigt, ihre Kämpfe mit einer gewissen Brutalität und mehreren Fouls zu führen. Nachdem die 20 bis 30 sich noch draußen befindenden Hamburger teils derbe bearbeitet unter die Räder gekommen sind, versucht Berlin noch an den Rest des Mobs zu gelangen. Dieser verschanzt sich jedoch an den Türen und hält diese zu, sodass hierbei kein Herankommen mehr möglich ist. Dass Hamburg in Zukunft doch bitte nie mehr über Nauen fahren soll, wird ihnen an diesem Tag mehrmals deutlich klar gemacht. Für mehr solcher Altergeschichten abonniere doch einfach diesen Kanal.